Zwei Jahre nach der russischen Invasion in der Ukraine tobt der Krieg weiter. Oh, Zelensky говно и Путин говно. Вот это все. Mindestens 10.000 Zivilisten sind getötet worden, mehr als doppelt so viele verletzt. Millionen sind geflüchtet oder vertrieben. Doch einige harren im Osten aus, trotzen dem Krieg mit neuem Leben oder kämpfen bis zum Schluss. Until we have Ukrainians standing on Ukrainian soil, the fight will not be over. Im ersten Teil dieses Films haben wir über westliche Panzertechnik in der Ukraine berichtet, haben gesehen, wie Verwundete versorgt wurden und euch gezeigt, wie wir an der Front arbeiten. Klickt hier oben rechts in die Infocard, wenn ihr das Video sehen wollt. Jetzt zeigen wir euch, was es heißt, mehr als zwei Jahre im Ausnahmezustand zu leben. Jehor ist auf unserer Drehreise der Field Producer oder auch Fixer genannt. Er begleitet uns die zwei Wochen in der Ukraine und stellt die meisten Kontakte her, übersetzt und hilft bei allem, was er kann. Der 25-Jährige wollte eigentlich Anwalt werden. Jetzt führt er fast täglich Filmteams in den Krieg und will uns dabei auch seine Ukraine zeigen und was der Krieg mit den Menschen macht. Deshalb will er uns nach Borodigne bringen, ein kleines Dorf hier im Donbass. Für ihn ein sehr eindrücklicher Ort, der zeigt, was Krieg bedeutet. Es ist, als ob ein Wirbelsturm mehrmals über den Ort gefegt wäre. Aber es waren Soldaten, Artillerie und Panzer. Ein paar Monate nach Invasionsbeginn nahmen die russischen Streitkräfte den Ort ein. Einen Monat später eroberten ihn die Ukrainer wieder zurück. Junge Menschen fliehen oft als erstes aus den Dörfern. Es sind die älteren Menschen, die in ihrer Heimat ausharren. Für uns scheint es, als würde hier aber niemand mehr leben oder leben können. Und dann tauchen plötzlich Männer mit Schaufeln auf. Sie treffen sich hier, um auf eine Essenslieferung zu warten. Zu Fuß lässt sich die Brücke noch überqueren. Тут света нету. Я не знаю, что делается в мире вообще. Die Männer wollen die Straße freiräumen, damit die Lieferung näher an die Brücke kommt. Die Lebensmittel werden mit dem Auto gebracht, doch leider von der kaputten Seite der Brücke aus. Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier keine mehr. Der alte Mann möchte uns unbedingt seine Sicht auf den Krieg schildern. Oh, Zelensky говно и Путин говно. Вот это все. Главное, чтоб не бомбить. Единственная мечта, чтоб закончилась война. Единственное. Мы потихоньку восстанавливаем. Не было войны. Единственная мечта. Erst wenn der Krieg zu Ende geht, können sie wieder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Der alte Mann sucht verzweifelt nach seinem Bruder. Я не могу со своими отсюда, со своими родственниками связаться. Дело в том, что у меня есть старший брат. Может, они где-то покажут, может, они меня найдут. Angst zu gehen, keinen Ort zum Fliehen, lieber hier sterben, als ihr Zuhause zu verlassen. Wie viele solcher Dörfer und Städte es im Donbass gibt, können wir nur erahnen. Jehor sieht diese Zerstörung als Fixer immer wieder. Hier kann ich sehen, wie devastating the war is. And, at first it was filling me with rage every time I see like that basically each and one of the buildings in the village is destroyed and people have fled, a lot of people are injured or killed. I'm just glad I can come here and show people, show other countries what it's like to experience such devastating war in Ukraine. For me, it's more than a job, it's more like a calling and my service to Ukraine and to its people. Mit den Bildern der Zerstörung im Kopf sind wir auf dem Weg zu einer Freiwilligengruppe, die wohl mit einen der härtesten Jobs in diesem Krieg macht. Leichen sammeln. Ты вот си? Да, Die Black Tulip riskieren bei der Bergung auch immer wieder ihr eigenes Leben.
Doch sie wollen beiden Seiten die Toten zurückbringen. Die Toten werden durchsucht. Alles, was sie identifizieren könnte. Die Gefallenen hier waren wohl eine russische Einheit, die von Artillerie getroffen wurde. Sie lagen schon seit Monaten zwischen den Frontlinien herum. Aufhören wollen die Black Tulip erst, wenn sie alle Toten geborgen haben. Hier oben rechts gibt es den ganzen Film zu Black Tulip. Für uns alle ist das der schwerste Dreh auf der Reise. Weiter geht es in die Frontstadt Kramatorsk, um zu sehen, wie die Menschen hier leben, warum sie hier bleiben. Es sind nur 40 Kilometer bis zur Hauptkampflinie. Hier schlagen fast täglich Raketen ein, ständig ist Luftalarm. Auch wir haben hier schon viel Schreckliches erlebt. Auf unserer Drehreise Ende Januar 2023 ist hier nachts eine Rakete eingeschlagen. Auch heute sieht man die Schäden noch. Wir waren genau da, als die ersten Helfer versucht haben, irgendwie noch Menschen aus den Trümmern zu retten. Nur ein paar Wochen bevor wir angereist sind, gab es einen Angriff auf einen auch für uns besonderen Ort. Das Pizza-Restaurant Ria. Ein beliebter Treffpunkt für Menschen aus Kramatorsk und Journalisten, NGO-Mitarbeiter und Soldaten. Das ist wirklich ein komisches Gefühl. Also das war der Eingang. Hier ging es dann die Stufen runter. Da hinten war die Bar und da saßen die ganzen Leute, da waren dann die Tische. Ich glaube, dann da saßen wir meistens, glaube ich. Bei dem Einschlag kamen mindestens 13 Menschen ums Leben. Ob oder wie viele ukrainische Soldaten hier starben, das wird nicht bekannt gegeben. Sicherheitsgründe. Der Luftalarm geht hier manchmal alle paar Minuten an, aber der wird von den meisten hier einfach ignoriert. Da совсем ні. Ну, коли прилітає, так воно. Але навіть не звертаю уваги останній час. До сирени тут вже всі звикли, тому це як, ну, деякі навіть не помічають її вже. Die Menschen versuchen nach vorne zu schauen, sich ein Leben aufrechtzuerhalten oder neu aufzubauen. Der Krieg ist Teil des Alltags geworden. Traurige Gewohnheit. Auch so ein Ding, woran man erkennt, dass es halt echt, auch wenn es gerade ruhig ist, eine Ausnahmesituation ist. Wir sind hier im Park und hinter uns ist jetzt halt wieder so eine Bunkeranlage, ein Schützengraben. Ausgehoben für den Fall, dass auch Kramatorsk irgendwann mal umkämpft sein wird, dass dann hier die Soldaten das Gefecht innerhalb der Stadt führen können. Also im Stadtpark, Erinnerung an den Krieg. Und dann geht der Luftalarm schon wieder los. Aus der Stadt heraus machen wir uns auf den Weg aufs Land. An einer Schnellstraße sehen wir plötzlich, dass alle Schilder übermalt sind. Wir fragen Jehor, warum. In the beginning of the war, the soldiers and civilians were painting road signs for Russians not be able to locate themselves on the place. Der nächste Morgen. Wieder im Auto, fast schon unser eigentliches Zuhause auf der Reise. Diesmal geht es nach Pokrovsk. Wir sind gerade auf dem Weg in die einzige Geburtsklinik hier in der Donetsk-Region. Und das Spannende daran ist, man denkt, glaube ich, gar nicht so richtig drüber nach, was macht das eigentlich mit werdenden Müttern, wenn ein Krieg plötzlich ausbricht. Und was irgendwie ja klar ist, durch den Beschuss, durch die Bedrohungslage, geht bei vielen das Stresslevel hoch und dadurch kommt es zum Beispiel zu vielen Frühgeburten. Die Entbindungsklinik in Pokrovsk ist auch nur rund 40 Kilometer von der Front entfernt. Auch hier schlagen Raketen ein. Diese Frau hat erst gestern Zwillinge zur Welt gebracht. Одні, к сожалению, из-за вторжения погибают. Ну, а мы, естественно, будем делать так, чтобы жизнь продолжалась. Ihre beiden Kinder heißen Ivana und Alicia. Sie sagt, sie hatte eine gute Schwangerschaft. Doch es geht längst nicht allen werdenden Müttern in der Ukraine so, erfahren wir von der Oberärztin. Angst um das eigene Leben, Zukunftssorgen, Krieg ist Stress und führt zu Frühgeburten. Die Geburtsklinik in Pokrovsk hat sich um Brutkästen bemüht, damit die Frühchen intensivmedizinisch betreut werden können. So wie die kleine Emilia. Sie ist gerade einmal 8 Tage alt.
Bei der Geburt hatte sie Schwierigkeiten zu atmen. Сложно в каком плане, потому что вот даже сегодня у нас в то среда, да, когда был в пятницу, совсем рядом к нам прилетела. Вот была одна Эмилия, да, и мы ее схватили и в убежище не успели, потому что там в коридоре. Вот. А если бы их было больше, вот в этом была бы сложность. То есть, особенно если бы они были на аппаратах, на ИВЛах, вот тогда было бы сложно. Их не оставишь, их не бросишь, их не возьмешь с собой, не потянешь. А так, мы умеем лечить. Der Krieg bringt neben Bomben auch Stromausfälle. Nur ein Inkubator funktioniert mit Batterie. Nur ein Kind kann so im Bunker versorgt werden. Die meisten Fenster sind alle mit Sandsäcken verbarrikadiert, damit, falls hier was in der Nähe einschlägt, die Splitter von den Scheiben oder von die von draußen reinkommen, nicht die neugeborenen Kinder oder die werdenden Mütter verwunden. Jeder Schrei hier in der Klinik bedeutet neues Leben in der Ukraine. Dieser Dreh hat uns auch öfter zum Lächeln gebracht, aber er zeigt, wie nah Leben und Tod beieinander liegen. Und dann geht es noch einmal auf eine lange Autofahrt nach Saporischschja. Und hier sind wir mit einem Deutschen verabredet. Er nennt sich Smiley. Er folgt uns auf TikTok und hat uns angeschrieben, dass er gerne mit uns über seine Entscheidung, in der Ukraine zu kämpfen, sprechen will. Er nimmt uns mit zum Training und in den Ort, in dem er kämpft. Der liegt nur 5 Kilometer von der Hauptkampflinie entfernt. Ständig schlagen hier Geschosse ein. Ständig feuert von hier die ukrainische Armee zurück. Den ganzen Film gibt's wie immer oben rechts in der Infocard. Wie viel Glück wir bei diesem Dreh haben, wird uns erst wenige Minuten später klar. Der Rauch, der aufgestiegen ist, das waren die Einschläge und das war da, wo wir jetzt vor 5 Minuten vorbeigefahren sind etwa. Also, gutes Timing. Wenn wir auf unserer Reise eins gelernt haben, dann, dass oft nur wenige Augenblicke zwischen Leben und Tod liegen. Basically it's all luck. And you cannot predict anything. Everything could happen any second. So every time I'm going somewhere on the front line, I'm already dead. And every other second that you live through is just a bonus and a gift that you got lucky to have. For me, it's everything, every person that we can talk to, every story that we can tell is basically basically telling the story of my country, of its fight for our freedom and all the sacrifice. Auch uns gehen die vielen Eindrücke und Schilderungen der Menschen durch den Kopf, als wir uns am Abend von Saporischschja auf den Weg zurück nach Kiew machen. Hinter uns liegen 13 Tage Drehreise und mehr als 5000 Kilometer Autofahren. In Kiew zeigt uns Yehor noch sein Zuhause. Der 25-Jährige wohnt in einer WG. I don't want to rent a flat because it's a lot of money. There are a lot of medical kits, you can see. Extra medical stuff for if somebody from the team that hires me doesn't have, I can provide it for them. Viel Zeit verbringt er hier nicht. Wenn er da ist, spricht er mit seinem Mitbewohner. Ansonsten plant Yehor von hier aus die Drehs mit Filmteams wie uns. Und versucht, die harten Erlebnisse an der Front ein wenig zu verarbeiten. I felt like I'm changing a lot. I was more aggressive towards people. I was not tolerating like weaknesses. So I'm really glad I came up with this at 25 years. That's the most important part that changed after the therapy and after I got to understand myself much better. Therapie, verarbeiten. Schwer für wohl alle Ukrainer, wenn der Krieg jeden Tag weiter tobt. For how long can I take this? Well, that's a good question. I think we will know in the future. I'm young, I'm strong, and I already have a feeling that this will be a lifetime goal to separate ourselves from Russia. The anger that several of my friends died, a lot of great people of Ukraine, that's the most motivation for me is to stop this. As long as it takes, until we have people to fight, until we have Ukrainians standing on Ukrainian soil, the fight will not be over. I'm more than sure of it.